Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Diesmal geht es wieder um den Luxusausstatter und wir schauen jetzt mal, was er diese Woche hat. Untätiges Gold bringt doch niemandem etwas. Reinvestitionen sind das neue Ding, sage ich. Und meine Möbel stellen eine wunderbare Investition dar, wie ihr zweifelsohne sehen könnt. So, dann zeig mal. Aha. Wir haben wieder das Thema Uhrwerk. Jetzt schauen wir uns die Sachen doch mal an. Also, wir haben einmal Uhrwerks Ausstellungsgetriebe, Glasflasche. Da haben wir einmal eine große Glasflasche und die Gegenstände, die ganzen Uhrgetriebe drin. Eigentlich ganz hübsch zum Hinstellen. Was sagt ihr? Dann gibt es das nochmal als Glasglocke. Ja, eigentlich auch ganz hübsch. Uhrwerksbeleuchter gebündelt. Oha. Oha. Das ist hier so ein Strahler, ne? Warte mal, hochgedreht. Kannst auch runterdrehen. Schon interessant. Ne? So als Licht kann man bestimmt gut platzieren. Dann haben wir Uhrwerk-Globus-Ständer. Ich glaube, sowas ähnliches hatten wir letzte Woche schon mal. Ich glaube, nur in größer, ne? Müsste ich jetzt nochmal gucken. Ja. So als Deko. Uhrwerksplanetarium aufwendig. Oha. Das scheint jetzt was Größeres zu sein. Ist aber, glaube ich, nicht animiert, ne? Nee. Das steht einfach so fest. Ich glaube, das kann man, wenn dann, selber bewegen, ne? Weiß ich nicht. Müsste mir mal jemand sagen, ob das beweglich wäre. Also, ob man hier irgendwas bewegen kann. Ansonsten, das ist schon eine große Statue. Irgendwas für eine Halle, oder? Dann haben wir Uhrwerk Planetarium einfach. Ja, also das ist auch etwas, das kann man sich halt auch ins Zimmer stellen, ne? So als Deko, gerade wenn man irgendwie ein Arbeitszimmer so baut, kann ich mir gut vorstellen, dass es reinpasst. Das ist auch animiert, so wie man sehen kann, ne? So, dann haben wir Uhrwerksplanetarium kompakt. Oha. Das ist auch wieder ein sehr auch wieder etwas für eine Halle, würde ich. So eine Eingangshalle. Bist da, würde ich meinen. Wenn man eine große Halle oder so im Haus hat, dann kann man sich das vorne vormachen. Ne? Also es ist jetzt nichts, was man sich, glaube ich, so in ein Zimmer stellen würde. Außer vielleicht das Zimmer hätte das Thema Uhrwerk. Aber ansonsten wäre das, glaube ich, eher so eine Deko für eine Halle. Und dann haben wir den Uhrwerkschalter drehend. Aktiv, inaktiv. Ist halt einfach nur ein Schalter, ne? Ich glaube, der. Ich weiß gar nicht, kann man den Schalter mit der Tür kombinieren? Das ist jetzt etwas, das weiß ich selber nicht. Das müsste mir ja vielleicht da mal jemand. Einer von euch vielleicht drunter schreiben, ob das kombinierbar ist. Ansonsten ist es halt. Ja. Ein Schalter. Und als letztes haben wir eine Tür oder einen Bogen. Ne? Halt eine Tür. Offen. So wie. Das wäre jetzt die Frage, ne? Ob man die beiden Sachen kombiniert. Dass man das vielleicht daneben stellt, drückt und dann geht die Tür runter. Weiß ich nicht, ob sowas funktioniert beim Bauen. Auf jeden Fall sehr interessant. Ne? Wisst ihr, was mein erster Gedanke war, wo ich so das Modell gesehen habe? Sprich Freund und tritt ein. Entschuldigung. War so, wenn man manchmal so, ne, die Gedanken, die einem manchmal so im Kopf kommen, so spontan. Aber an sich auch ganz nett. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich die Tür einbauen kann. Ne? Müsste mir ja vielleicht. Das wird mir wahrscheinlich Marek wieder sagen, wie man das am besten benutzen kann. So, das war die zweite Woche zum Thema Uhrwerk.
Ich hoffe, es ist irgendwas dabei gewesen, was euch gefällt, was ihr gebrauchen könnt. Ansonsten, nächste Woche gibt es wieder neue Waren am Samstagmorgen und ja. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Shoppen und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Also bis dahin. Tschüss.